Gebiete mit Sprengwesten in der Düsseldorfer Altstadt in die Luft sprengen. Darüber hinaus sollten dann anschließend weitere Attentäter mit Gewehren und weiteren Sprengsätzen weitere Passanten töten. Im brandenburgischen Wiesdorf wurde heute ein Terrorverdächtiger in einer Asylunterkunft festgenommen, die beiden anderen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Nach unseren Erkenntnissen hatte die Schläferzelle noch nicht mit der Umsetzung dieser Anschlagspläne begonnen. Es gibt auch keinen Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Bundesinnenministerium und der nordrhein-westfälische Innenminister teilten übereinstimmend mit, dass nach den Festnahmen die Gefährdungslage Deutschlands unverändert hoch sei. Die heutigen Festnahmen zeigen, dass Deutschland, das auch Nordrhein-Westfalen im Fokus des internationalen Terrors. Aber jetzt so nah, Patrick, oder? Zeigt aber auch, dass die Sicherheitsbehörden international, aber auch in Deutschland, sehr gut zusammenarbeiten, dass wir frühzeitig hier Anschlagsplanung haben unterbinden können. Am Nachmittag wurde in Karlsruhe am Bundesgerichtshof einer der Verdächtigen vorgefahren. Die Ermittlungsrichter vernehmen nun. Wichtig ist aus der Politik, die Große Koalition arbeitet ihre Vorhaben ab.